Willkommen zu einer neuen Folge AssiTV, Pokémon Go. Und was war das für eine Woche? Gleich geht's wieder ab in die Schule, bisschen Griechisch lernen und so. Aber das Johto-Event ist vorbei. Ho-Oh ist wieder weg. Ho-Oh war zum dritten Mal dabei. Damals, beim ersten Mal, war es ja schon richtig krass. Da habe ich damals einen 98er bekommen. Das hatte mir Bob damals sogar noch gefangen. Wer den nicht kennt, Grüße an Furzbob. Und dann kam Ho-Oh ein zweites Mal zurück natürlich, diesmal auch als Shiny. Da gab es auch Shinies, wunderbar. Und da gab es wieder ein 98er. Das war natürlich richtig krass, zwar kein Shiny, aber ein normales. Und jetzt war Ho-Oh also das dritte Mal da. Und man konnte es natürlich auch wieder als Shiny bekommen. Und da haben wir uns nicht lumpen lassen und uns wieder ein 98er gegönnt. 114 gesehen, 62 gefangen. Und ihr seht schon, ein Glücks-Pokémon ist auch dabei. Aber nicht irgendeins. Jetzt haben wir natürlich hier den Stop. Batsch, den nehmen wir noch kurz mit. Den Rest lassen wir sitzen. Und wollen mal kurz die Ho-Oh-Ausbeute zeigen. Weil ich es ja immer so mache, dass ich mir natürlich 9 legendäre aufhebe, weil 6 Stück sind ein Kampfteam, 3 Stück noch zusätzlich, habe ich immer 9 Stück von den legendären auf der Hand. Sieht gut aus, wie ihr hier seht, die Seite ist prall gefüllt und das sind also dann meine 9 besten sozusagen, beziehungsweise wenn Shinies dabei sind, ist mir die IV egal, die sammle ich dann so mit. Und ihr seht, da haben wir 3 98er mit 15, 15, 14. Das ist auch schon hochgezogen. Batsch. Dann haben wir noch einen 98er mit 15, 14, 15. Das können wir noch hochziehen. Und noch ein 98er, was weniger WP hat als das 96er davor, weil es nur 14 Angriff hat. Das ist also die Ausbeute. Nach dreimal Ho-Oh. 3 98er, 3 Shinies, wie ihr seht. Und das richtig krasse, ich habe mir noch ein Shiny Ho-Oh tauschen lassen. Und es ist einfach zu einem Glücks-Pokémon geworden. Und das fand ich richtig krass. Da bin ich halb eskaliert, als ich das gesehen habe. Es hat sogar relativ gute IV. Liegt, glaube ich, bei 93% müsste das sein. Und ich finde, das ist schon mal eine Hausmarke. Das kann man mal mitnehmen. Hier, wie sich's freut natürlich. Joa, und ganz zum Abschluss möchte ich natürlich noch einen Kollegen einblenden, da ich ja eine Woche bei ISWO in Stuttgart war und wir da auch einen Ho-Oh-Raid gemacht haben. Wir wollten den zu viert probieren, haben es ganz knapp nicht geschafft, weil wir mit irgendwelchen Viechern einfach rein sind. Ich habe dann nochmal ein paar Kampfteams zusammengestellt. Im zweiten Anlauf hätten wir es geschafft, aber es hat sich noch jemand in die Lobby reingeschmuggelt. Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Ich blende natürlich nochmal hier ein und alles. Wir sind gerade so durch Stuttgart gelaufen, also hier der Kollege, der da unten sitzt natürlich, der dicke ISWO wieder mal. Wir haben uns gedacht, wir machen schnell mal ein Ho-Oh-Raid auf die Schnelle. Schnell mal, schnell, alles klar. Wir hatten nur 4 Accounts, wollten es mal probieren, sind ganz knapp gescheitert. Also. Und plötzlich kommt noch ein Kollege über die Ampel gerannt, noch in die Lobby mit rein, hat mitgemacht, hat uns unterstützt. Wir haben das jetzt locker geschafft. Und er hat einen Shiny bekommen, aber nicht irgendein Shiny, sondern ein 100% Shiny. Das zeigt er uns mal hier. Das hier ist gerade eben drin gewesen. 2222. Kannst du ja nochmal die Bewertung durchdrücken? Ja. Oder genau? Ich sag schön ein. Ach, das ist hier Pogo-Genie, ja? Genau. Ich habe nämlich immer nur Kalzi, aber. Bäh. Jetzt gehen wir noch hier auf die Bewertung. Und dann haben wir. Mal genau schauen. KP, Attack und Defense. Unglaublich! Und dann müsste es jetzt auch die 100 Boom. Sein. Perfekte IV, 100%. Tja, ziemlich lucky. Tja, 100% Shiny, so einfach geht das. Ihr habt es gesehen. Habt ihr auch ein Shiny bekommen oder habt ihr einen 100er oder was ist eure Ausbeute so? Schreibt es mal dazu. Hier auf jeden Fall nochmal Glückwunsch und danke für die Hilfe. Gerne. Auch wenn wir es vielleicht so geschafft hätten. Aber trotzdem ist immer cool, neue Leute kennenzulernen oder einfach sich zusammenzuschließen. Deshalb, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao, ciao. Schreibt mal eure Ausbeute rein. Nochmal Grüße an den Kollegen, Grüße auch an ISWO. Nochmal danke an Furzbob für damals mit dem 98er. Coole Sache, damit Ho-Oh erstmal Geschichte.
Das wird so schnell wahrscheinlich nicht wiederkommen. Aber es geht natürlich immer weiter, immer neue Ziele. Also bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.